Ihr Lieben, überall in unserer Welt und die ihr Deutsch versteht, seid ganz, ganz herzlich gegrüßt. Heute möchte ich in diesem Video auf zwei oft gestellte Fragen antworten. Was kommt als nächstes, wird oft gefragt. Und was bedeutet das für mich persönlich? Mit anderen Worten, wonach sollte ich Ausschau halten? Und wenn ich es herausgefunden habe, wie sollte ich darauf reagieren? Ich will versuchen, den Überblick noch einmal zu aktualisieren. Mein Gebet ist, dass ihr euch erinnert, womit wir vor 8 Jahren angefangen haben. Wer eine intime, funktionierende Beziehung zu Jesus Christus, unserem Gott und Erlöser, unterhält, der kann es sich nicht leisten, auf biblische Endzeitprophetie zu verzichten. Das geht einfach nicht, weil Jesus fordert, dass wir wachsam sind. Wer wachsam und bereit ist, der hat nichts zu befürchten. Im Gegenteil, in den vorausgehenden Videos habe ich euch bewiesen, dass die Liebe unseres herrlichen Abba-Vaters, die von Frieden und Freude überfließende Gegenwart Jesu und die mit dem Heiligen Geist gelesene biblische Prophetie jede Angst einfach wegspülen. Stattdessen kommt tiefer Friede ohne jegliche Angst in unser Herz, in unser Leben überhaupt. Es ist das sichere Zeichen, dass wir mit Jesus eng zusammen sind. Der himmlische Vater ist in Kontrolle und wir, die Welt, sicher zum vorhergesagten Ziel hinzuführen. Was wir wissen können, ist die Ordnung und Reihenfolge der Ereignisse. Deshalb haben wir das Wort Gottes, das wir, wo immer es Sinn macht, wörtlich auslegen. Die Bibel ist eine Einheit. Und wenn wir sie als Einheit auslegen und nicht nur einen kleinen Mini-Abschnitt betrachten, dann kommt auch unsere Zeitabfolge der Ereignisse zustande. Zuvor möchte ich noch einige aktuelle Ereignisse der letzten Zeit bewusst erwähnen. Da ist zunächst die damalige Reise von Papst Franziskus auf die arabische Halbinsel. Er hat dort nicht nur eine Messe vor 120.000 Menschen gelesen, sondern er hat mit einem hohen islamischen Geistlichen eine Übereinkunft unterschrieben, in der Jesus Christus offensichtlich nicht vorkommt, in der aber gesagt wird, dass alle Religionen dem gleichen Gott dienen und zum Frieden verpflichtet sind. Schließlich wird eine Absage an jede Art von Fundamentalismus in die Vereinbarung aufgenommen. Damit wird der Koran auf eine Stufe mit der Bibel gestellt, was für Christusgläubige Menschen völlig inakzeptabel ist. Und wenn Jesus Christus nicht in einer religiös verbindlichen Vereinbarung mit Andersgläubigen die Hauptrolle spielt, dann ist diese Vereinbarung auch nicht viel wert. Vielmehr ist es ein weiterer Schritt zur Welt,
Einheitsreligion hin, von der die Bibel als Hure Babylon spricht. Es bleibt dabei, Jesus ist der einzige Erlöser im ganzen Universum. Gott der Vater hat das ganze Land Kanaan dem Abraham, Isaak und Jakob geschenkt, den Stammvätern Israels. Und dieses Geschenk kann nicht rückgängig gemacht werden. Das betrifft auch die Golanhöhen, die der damalige US-amerikanische Präsident Trump im Gegensatz zu Europa völlig zu Recht als israelisches Kernland bezeichnete. Auch wenn Israel es im Sechstagekrieg von Syrien erobert hatte. Zudem ist im Syrien-Konflikt erkennbar, dass dort Russland und Iran inzwischen teilweise unterschiedliche Ziele verfolgen. Russland will die ganze Region als einen seiner Haupthandelspartner auf- und zubereiten und als Schutzmacht dauernd in der Region bleiben, während Iran Syrien als Aufmarschgelände für zukünftige Angriffe gegen Israel aufrüsten will. Russland will also auch an die Ölvorkommen heran, die unter den Golanhöhen festgestellt wurden. Überall auf unserem Globus nimmt die dämonische Präsenz zu, wie Beter in unterschiedlichen Teilen der Welt feststellen. Lesen wir einen Bibeltext dazu. Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem. Hier fallen einem sofort die Gender-Entscheidungen in den westlichen, vormals christlichen Ländern ein und die Abtreibungen, die jetzt in verschiedenen Ländern sogar bis einschließlich 9. Schwangerschaftsmonat durchgeführt werden dürfen. Die Prophetien von Hesekiel 36 und 37 sind inzwischen weitgehend erfüllt. In Hesekiel 36 hat Gott versprochen, Israel wiederherzustellen. Das ist geschehen. Dieses großartige Vorhaben Gottes, aus einem sumpfigen und über weite Teile verwahrlosten, wüstenähnlichen Land ein Paradies der blühenden Landschaften zu machen, das ist ihm auf einzigartige Weise gelungen. Sofort nach der Staatsgründung 1948 griffen alle arabischen Nachbarn Israel an. Die israelischen Streitkräfte waren hoffnungslos in der Minderzahl. Nie und nimmer hätten sie die arabische Übermacht besiegen können. Aber der Gott der Bibel konnte es und er tat es auch. Der Unabhängigkeitskrieg der Israelis konnte bei der Übermacht der Araber eigentlich nicht gewonnen werden. Und doch passierte genau das, trotz der offensichtlichen Unterlegenheit Israels in allen Belangen und allen Waffengattungen. Doch von da ab griffen die arabischen Nachbarn Israel immer wieder an und zogen immer wieder den Kürzeren. Nennen wir einige Beispiele. 1956 bei der Suezkrise. 1967 im Sechstagekrieg, 1967 bis 1970 in diversen Abnutzungskriegen,
und 1973 im Yom Kippur-Krieg. 1982 und 2006 in den Libanon-Kriegen und von 1987 bis 1993 und 2000 bis 2005 während der Intifadas und 2008 bis 2009, 2012 und 2014 den Gaza-Konflikt. Es gab also nicht viele friedvolle Zeitabschnitte für die junge jüdische Nation, aber der Gott der Bibel hat treu für sein Volk gesorgt. Für uns bleibt die Frage, ob der Krieg, der in Psalm 83 beschrieben wird, damit erledigt ist oder nicht. Schließlich ist Israel nach wie vor von aggressiven Terrorgruppen umgeben. Wie die vielen Raketenangriffe der letzten Wochen und Monate aus Gaza auf Israel deutlich belegen. Israel hat nicht nur alle Attacken überlebt, sondern Ägypten und Jordanien haben sich vertraglich gebunden, Israel nicht anzugreifen. Und auch Saudi-Arabien hat im Zuge der iranischen Übermacht in der Region einen ersten Schritt auf Israel zugetan. Lesen wir eine Bibelstelle dazu, Offenbarung 12, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre. 1260 Tage. Diese Stelle sagt uns, dass in der zweiten Hälfte der Trübsal der Rest Israels vor dem Antichristen nach Jordanien flieht, wo Gott in Bosra und Petra für den Überrest der Juden bis zum Ende der Trübsal sorgen wird. Eine fantastische Stelle, wie ich finde. Der Prophet Jesaja spricht sogar von einer Autobahn, die von Ägypten nach Syrien führen wird, um die wahren Anbeter des biblischen Gottes von Süden und Norden nach Jerusalem zu bringen. Folgender Bibeltext, Jesaja 19, die Verse 23 und bis 25. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben, heißt es dort. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein, mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten mein Volk und Assur meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Das ist noch Zukunftsmusik. Aber es kommt näher. Was für eine herrliche Perspektive. Doch so weit sind wir noch nicht. Doch Vorsicht! Die arabischen Nachbarstaaten und die dort stationierten Terrorgruppen wie Hamas, Hisbollah und Co. haben ihren Judenhass nicht einfach über Bord geworfen. Aber wir stellen fest, dass zumindest die zu allem entschlossene kriegerische Einstellung einiger der Araber leichte Risse bekommen hat.
So scheint es, dass größere Gefahr von einer anderen Koalition ausgeht, die von Russland angeführt wird und zu der Iran, die Türkei, der Sudan und Libyen gehören. Der Prophet Hesekiel spricht in Kapitel 38 und 39 davon, dass diese Koalition den inzwischen angesammelten Wohlstand Israels stehlen will. Aber auch dieses Vorhaben wird schiefgehen. Der Überfall auf Israel, wann immer er stattfindet, wird durch die Hand Gottes, die ein Erdbeben auslöst, beendet, ehe es richtig angefangen hat. Die Leichen der Angreifer werden in 7 Monaten und die Waffen der Angreifer in 7 Jahren aus Israel entfernt werden. Dann erst wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen und der wahre Messias Jesus Christus wird in der Schlacht von Harmagedon den Antichristen und seine Armeen vernichten. Dies ist ein ausdrücklicher Hinweis auf die ewige Natur Gottes des Vaters. Gestatte mir bitte, dich zum Schluss zu segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Amen.